stehen wir vor dem Beginn einer neuen Protestbewegung. Wir berichten exklusiv aus Osnabrück, damit Sie sich ein Bild machen können. Ist die neue Protestbewegung, die Pflegeflashmobs, auch Thema auf Ihrer Station? Also wir kommen aus dem Kreis Vechta und ich weiß, dass es da heute auch stattfindet. Aber dies hier ist jetzt ganz spontan. Wir sind hier freizeitmäßig unterwegs mit unserem Bewohner. Und das war jetzt gerade ganz spontan. Aber ist es in Ihrem Kollegium auf der Station Thema? Eigentlich nein. Bislang noch nicht, nein. Nee, bei uns gar nicht. Also das ist bei uns auch gar nicht so bekannt in der Einrichtung, wo ich arbeite. Und ich glaube gar nicht, dass so viele das wissen, dass es die überhaupt gibt. Wir haben auch nie richtige Ausdrucksformen für unseren Protest finden können, weil wir sehr stark auch meistens mit Doppelbelastung, Frauenberuf, Haushalt, Familie und so weiter. Das ist auch nicht unsere Mentalität, sozusagen lange Reden zu schwingen und nach Berlin zu fahren, um Unterschriftenlisten abzugeben, die dann doch im Mülleimer landen. Was vor allem muss sich 2014 in der Pflege ändern? Es muss mehr Personal her. Mehr Personal, Personalschlüssel. Da müssen auch genug Pflegekräfte da, auf Station sein, damit wir auch wirklich Zeit für die Bewohner auch haben. Wir haben ein ganz großes Problem, dass es zu wenig Personalstellen gibt. Das ist das Hauptproblem und da muss aufgerüstet werden. Wir rechnen in etwa mit 15-20%. Wie soll es denn im nächsten Jahr mit der Protestbewegung weitergehen? Ja, wir werden über den Winter kommen, egal wie. Und meine Vision wäre, dass wir im Mai etwa 50.000 Menschen auf den Straßen haben. Die Pflege liegt am Boden in Osnabrück und 60 anderen Städten Deutschlands. Meine Meinung ist, die Pflegenden sollten mitmachen und sich engagieren, damit sich die Arbeitsbedingungen endlich bessern.